Wenn von der Ozonschicht die Rede ist, kann das nichts Gutes heißen? Mittlerweile doch. Denn das menschliche Umdenken in den letzten 30 Jahren wirkt. Die Ozonschicht erholt sich. Wenn wir nichts unternommen hätten, wäre das Ozonloch etwa 28 Millionen Quadratkilometer groß gewesen. Stattdessen waren es 24. Und das ist auch eine gute Nachricht. Die Zerstörung der Ozonschicht ist selbst verschuldet vom Menschen. Seit Ende der 80er ist jedoch Produktion und Verbrauch von ozonschädlichen Chemikalien um mehr als 90% gesunken. Im Montreal-Protokoll von 1987 einigten sich die UN-Staaten darauf, sogenannte Fluor-Chlor-Kohlenwasserstoffe nicht mehr zu verwenden. Produkte wie Haarspray, Kühlschränke oder Matratzen müssen seither FCKW-frei sein. Nach Angaben des aktuellen UN-Berichts soll zumindest die obere Ozonschicht über der Nordhalbkugel in den 2030ern wiederhergestellt sein. Anders sieht es jedoch auf der Südhalbkugel aus. Dort dauert der Heilungsprozess länger. Wir sollten noch keinen Siegestanz aufführen, sondern warten, bis sich die Ozonschicht wirklich vollständig erholt hat. Dies wird erst in den 2060er Jahren geschehen, vielleicht auch erst in den 2070er Jahren. Grund für den verlangsamten Heilungsprozess ist der verstärkte Ausstoß von FCKW-Chemikalien in Ostasien. Die letzten Jahre zeigen aber, das menschliche Umdenken lohnt sich. Geht der positive Trend genauso weiter, ist das Ozonloch ganz bald Geschichte.